Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Quarter und in diesem Video gebe ich euch 3 ultimative Styling-Tipps mit auf den Weg. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem YouTube-Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos und wenn du Bock hast, kannst du auch gerne die Glocke aktivieren, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Instagram habe ich natürlich auch, kannst du gerne mal auschecken. So Leute, bevor ich jetzt mit den 3 ultimativen Styling-Tipps beginne, möchte ich noch ein kurzes Intro geben. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, der mir auf Instagram folgt. Ich war vor kurzem im Headquarter von Hugo Boss mit ganz vielen weiteren Instagrammern und Influencern zusammen. Nicht zum Shooten, sondern zum Input geben. Denn bei Hugo Boss gibt es gerade so eine Markentransformation, würde ich es jetzt mal nennen. Es gibt nämlich nur noch 2 Marken. Die eine ist Hugo. Und die andere ist Boss. Die Marke Hugo, das ist eher so die jüngere, ja, trendigere Fashion-Marke. Und zum anderen die Marke Boss, das ist eher so der Boss-Business-Style-Look, den man von Boss gewohnt ist. Ja, und Hugo Boss wollte einfach mal von Influencern so ein bisschen Input haben, kreativen Input, was so auf den Straßen angesagt ist, wie man sich so Styles kreiert etc. Am Ende des Tages durften wir auch noch im VIP-Shop einkaufen. Ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle an Hugo Boss für das Sponsoring. Und bevor ich jetzt starte mit den Styling-Tipps, möchte ich euch noch kurz meine Pieces zeigen, die ich mir ausgesucht habe. Zum einen habe ich mir 3 Hoodies ausgesucht. Den einen trage ich gerade, ganz schlichter schwarz-weißer Hoodie von Hugo. Den kann man eigentlich immer relativ gut kombinieren zu jedem Look, ganz schlicht schwarz-weiß, also geht eigentlich immer. Den habe ich mir sowohl in dieser Variante geholt, als auch in der Camouflage-Variante. Also das gleiche in grün, in Camouflage, finde ich auch sehr, sehr cool. Zusätzlich habe ich noch so einen Hoodie mit Kapuze und Einstecktaschen mir ausgesucht. Und der ist ganz nice, wie ich finde. Der Hugo-Print vorne drauf ist so eine Art Silber. Und das ist aktuell irgendwie so mein Lieblings-Hoodie. Kann man immer ganz entspannt tragen und sehr, sehr gut kombinieren. Zusätzlich habe ich mir noch 2, 3 Basics ausgesucht. Einfach 2, 3 T-Shirts in schwarz und weiß. Die kann man immer gebrauchen, ja, und die sollte man auch immer im Kleiderschrank haben und ist jetzt auch keiner großen Rede wert. Aber zu guter Letzt durften wir uns, das ist nämlich jetzt nochmal eine Rede wert, ein exklusives T-Shirt branden lassen. Es gibt ja diesen Reverse-Schriftzug, diesen Reverse-Print-Schriftzug von Hugo und da konnten wir uns exklusiv ein T-Shirt anfertigen lassen. Und ich habe mir vorne auf die Brust den Namen meines Hundes drauf machen lassen. Also auf der Brust ein Reverse-Schriftzug und hinten am Nacken steht dann nochmal der Schriftzug Hugo als Print. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr die Teile findet, die ich mir ausgesucht habe. Daumen hoch, wenn ihr die Teile gut findet. Daumen runter, wenn ihr sie nicht gut findet. Könnt auch gerne mal einen Kommentar hinterlassen, was ihr so dazu sagt. So, kommen wir jetzt zu den 3 ultimativen Styling-Tipps, die wir auch am Ende des Meetings bei Hugo Boss festhalten konnten. Tipp Nummer 1. Nicht nur Markenklamotten. Leute, ich weiß, es ist echt mal cool, geile Markenklamotten zu tragen, ja, aber es ist wirklich nicht notwendig. Und ihr braucht auch nicht nur Markenklamotten. Absolut gar nicht. Ich kenne genügend Leute, ja, die wirklich von Kopf bis Fuß nur Markenklamotten tragen, aber es sieht wirklich nicht geil aus. Man muss es halt gut miteinander kombinieren. Wichtig ist an dieser Stelle einfach nur, dass du zum Beispiel mit 1, 2 Markenklamotten dein ganzes Outfit aufpimpen kannst. Wenn du zum Beispiel so ein ganz normales H&M Zara Outfit von der Stange hast und dann hast du vielleicht noch ein etwas hochwertigeres Teil von, keine Ahnung, von Balenciaga oder von Off-White oder von Hugo oder was auch immer, das kombinierst du einfach dazu, das macht das ganze Outfit schon viel hochwertiger und viel interessanter. Schaut euch mal das Outfit an, was ich jetzt hier gerade anhabe. Einfach schwarz-weißer NMDs von Adidas, eine 15-Euro Hose habe ich im Sale geschossen bei H&M plus den Hugo Hoodie. Also ist ein cooles Outfit, wie ich finde und ist auch nicht so teuer gewesen. Also Leute, denkt dran, nicht nur Markenklamotten, sondern gezielt Markenklamotten einsetzen, um dein Outfit ein bisschen zu pimpen. Tipp Nummer 2, die 3 Farbregel. Leute, merkt euch das, die 3 Farbregel. Ja, ich konnte es damals auch nicht glauben, aber ich habe sie von meiner Freundin bekommen. Und Leute, es ist so wichtig. Wenn sie einmal in eurem Schädel eingebrannt ist, dann behaltet ihr sie für immer. Versucht euer Outfit aus maximal 3 Farben zu stylen. Versucht nicht, schwarz, weiß, rot, gelb, grün zusammenzuwürfeln zu einem Outfit. Nein, versucht wirklich maximal nur 3 Farben zu verwenden. Das macht das ganze Outfit und den ganzen Look viel cleaner, viel schlichter und viel ruhiger. Wenn ihr zum Beispiel mal auf Pinterest oder so schaut und einfach mal euch ein bisschen Inspiration holt, da seht ihr, dass viele, viele Outfits wirklich aus nur 3 Farben bestehen.
Die Kombination macht es am Ende des Tages aus. Guckt euch mal die Outfits ein bisschen näher an und da seht ihr wirklich, dass meistens maximal 3 Farben verwendet werden. Ich meine, wenn jetzt mal eine 4. Farbe dabei ist, so what? Und jedes Mal, wenn ihr ein Outfit zusammen kombiniert, dann denkt ihr an diese 3 Farbregel, brennt euch die ins Gehirn ein und dann ist euer Outfit schon viel, viel stilvoller und viel, viel ruhiger und cleaner. Tipp Nummer 3. Verkleidet euch nicht. Leute, holt euch gerne Inspiration überall auf der Welt, ja, auf der Straße, im Internet, in sozialen Netzwerken, auf Instagram, wo auch immer. Holt euch gerne Inspiration, ja, aber versucht euch nicht zu verkleiden. Wenn ihr zum Beispiel einen Typen seht im coolen Business-Look, ja, das heißt nicht, dass dieser Business-Look auch zu euch passt. Ihr müsst euren individuellen Style finden, der cool zu euch passt, ja, und den ihr auch wirklich authentisch repräsentiert. Weil wenn ihr da irgendwie so ein Outfit anhabt, was gar nicht zu euch passt und ihr fühlt euch gar nicht wohl in der Kleidung, ja, dann fühlt ihr euch auch nicht selbstbewusst und dann kommt ihr auch nicht gut rüber. Also wirklich versucht euch nicht zu verkleiden, sondern sucht dir deinen individuellen Style raus und den kreierst du dann so für dich. Hol dir gerne Inspiration von irgendwo anders, ja, aber verkleide dich nicht. Ganz, ganz wichtig. Wenn du dich generell für Outfits und Stylings interessierst, dann kann ich dir den Men's Style Guide empfehlen, ist ein E-Book. Den Link zum E-Book packe ich in die Infobox mit rein, könnt ihr einfach mal abchecken. So Leute, und jetzt seid ihr da draußen dran. Wenn ihr mehr Content von mir haben wollt zum Thema Styling und Outfits, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein, einfach Hashtag Styling, ja, dann weiß ich Bescheid, dass ihr mehr Content auch zum Thema Styling haben möchtet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr, sehr freuen und sage bis dahin, Happy Weekend, adios, tschö, monsieur, peace.